Scheiß leiser. So, und damit herzlich willkommen zurück zum Thema Godzilla vs. Kong. Und heute gucken wir uns den zweiten Trailer an. Das war natürlich gelogen. Ich meine, es steht ja sogar da oben. Aufpassen, das ist das, was du machst, nichts gut. Das ist der alte Trailer. Ich dachte mir, warum nicht? Natürlich, es ist immer das Gleiche. Es ist immer dasselbe. So, das war's. Ich meine, ich finde es ja schon schön, wenn ich angerufen werde, aber es ist immer. Ich werde den ganzen Tag lang nicht angerufen und sobald ich irgendwas mache, klingelt's Telefon. Egal, ob ich esse, egal, ob ich was gucke, immer das Gleiche. So, hören wir auf zu jammern. Ich habe mir den Trailer zu King Kong vs. Godzilla rausgesucht. Aus dem Jahr was zum Teufel? Aus dem Jahr 1962. Lieber Jason, da musst du jetzt gerade mal einen Anschiss jetzt hier kassieren, weil... du hast mir nämlich noch vorgehalten, ich hätte keine Allgemeinbildung, weil ich nicht weiß, wann der Film gelaufen ist. Du hast mir dann hier in einer Nachricht geschickt, der Film ist von 1974 und der Film Rückkehr des King Kong wäre aus dem Jahr 1962. Ich glaube, du hast dich da geirrt, weil ich finde nämlich kein King Kong vs. Godzilla aus dem Jahr 1974. Auch kein Trailer oder sowas. Ich schaue nochmal genau nach, aber ich glaube, du hast, ne? So, das schon mal zum einen. Also, du bist auf dem besten Weg, erneut der Kong des Tages zu werden, mein Freund. Gut. So viel dazu. Das ist ja alles nur Spaß. Der Jason, der kann das auch ab, glaube ich. Der ist da hart im Nehmen. Wir gucken uns einfach jetzt mal diesen Trailer an und gucken mal, ob man den irgendwie analysieren kann. Ich habe da ja richtig Bock drauf. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube echt, das wird gut. Ich hoffe nur, der Trailer spoilert mich nicht zu sehr. Das wird aber auch eben dann der erste Film sein, den ich mir dann angucken werde. Und über den wir dann gemeinsam mal quatschen werden. Ja, ich werde es jetzt hier aber nicht so machen, dass wir den Trailer erst komplett durchlaufen lassen und danach nochmal angucken und dann einzelne Sachen auf Stopp drücken. Ich werde jetzt schon während dem ersten Durchgang auf Stopp drücken, wenn ich eben meine, da kann man schon mal was drüber sagen. So. Legen wir mal los. Es tut mir leid, es hat exakt 2 Sekunden gedauert, aber es ist schon... Also, wenn du einen Trailer einfach so anfängst, was ist das für ein Bild? Das Bild ist eine Millisekunde da und der Trailer beginnt aber so. Das heißt, der Trailer fängt einfach an mit irgendeinem random Frame. Und dann geht's einfach direkt mal so los. Herrlich. Das ist schon echt herrlich. Also wenn das die Qualität ist des Films, ich freue mich echt tierisch auf sowas. Übrigens, der Typ hier, der in diesem Kostüm drin steckt, ich wette, der hat den Spaß seines Lebens gehabt. Wenn du wirklich dafür bezahlt wirst, dass du in einem Affenkostüm Papphäuser kaputt treten darfst, ich glaube, das ist schon ein Traumjob. Ich glaube, da ist man schon sehr nah dran, dass man sagen kann, ich habe das erfüllteste Leben aller Zeiten. Die scheiß King Kong-Fans, ey. So, nochmal ganz von vorne jetzt und da halte ich auch mal jetzt ganz kurz meine Schnauze. Es sei denn halt, es kommt wieder sowas. Ich finde das einfach nur herrlich. Da der Frame nochmal. Keine Ahnung, ob es überhaupt der gleiche Film ist. Wahrscheinlich nicht. Ist ja auch egal. Los geht's. Oh, the Titanic Terrifying Battle Between... Okay, ich dachte wirklich, die haben jetzt einen Witz gebracht mit Titanic irgendwas. Die größte Katastrophe seit Untergang der Titanic oder sowas. Na gut, wer lesen kann, das bleibt im Vorteil. 1962, ja gut, das ist... Ja, hätten wir schon mal auch einen Witz über Titanic machen können. Gut. Entschuldigung, das ist ich
dieses Kostüm, das, also, wenn ihr euch jetzt den Film King Kong oder Godzilla vs. Kong bei Wish bestellen würdet, würdet ihr genau das bekommen. Das ist quasi King Kong gegen Godzilla bei Wish bestellt. Ja. Oder kennt ein paar von euch auch noch LimeWire von ganz von früher? Hat eigentlich jeder gemacht in meinem Alter. Im Internetcafé gehockt und hat man sich irgendwas runtergeladen, was es eigentlich noch gar nicht geben konnte. Da gab es schon 2006, gab es dann schon irgendwie Harry Potter 10, der Film. Und du hast sie dann irgendwie auch runtergeladen, weil du jedes Mal wieder drauf reingefallen bist und hast dann irgendwie so 3 Stunden gewartet und am Ende war es halt irgendein Schmuddelfilm gewesen und du bist aber jedes Mal wieder drauf reingefallen. Das wäre auch sowas. Ein Film, den du bei Wish bestellst oder bei LimeWire herunterlädst. Was ich übrigens nie gemacht habe. Ich habe nie bei LimeWire was runtergeladen. Ich distanziere mich hier von allem, was ich eben gerade davor gesagt habe. So. Ich will auch so ein Kostüm haben. Godzilla has a brain about this size. Echt? Echt? Haben die einfach in Godzilla Diss hier reingebaut? Ein Godzilla Diss? Man disst Godzilla nicht, ihr scheiß Kong-Fans, ey. Das sind 2 Kong-Fans übrigens hier, die ihr hier seht. Das sind die, die wir jetzt gerade noch hassen. Scheiß King Kong-Fans, ey. Ja, scheiß Affe. Frisst Bananen. While Kong is a thinking animal, his brain is considerably larger. About 10 times the size of this gorilla's skull. Being instinctive rivals. Genau so laufen übrigens auch Gespräche bei diesen Conventions ab, so Kong und Godzilla Convention. So argumentieren dann Kong-Fans, warum Kong besser ist. Das ist exakt eine Nachstellung hier eigentlich gerade. Die wurde aufgenommen damals. Auf einer Kong-Convention hat er sich halt leider verlaufen als Godzilla-Fan und hat halt gerade die Quittung dafür abbekommen. Und ja, ist halt scheiße gelaufen einfach. Ne? Wenn du reinkommst, sagst erstmal so, ey, ich finde Godzilla super geil. Und dann bekommst du erstmal den Satz hier zu hören. Und er guckt auch noch so skeptisch. Er guckt wirklich so, als würde er sich denken, halt deine Schnauze, du scheiß Kong-Fan. King Kong versus Godzilla, heading for their colossal collision, shattering every obstacle that stands between them in the most fantastic. Sie sind beide schon ein bisschen cholerisch, gell? Also... Der Text im Hintergrund. Ehrlich. Einfach nur herrlich. Kann mir einer von euch, sonst muss ich selber machen, kriegt ihr das irgendwie hin, einer von euch, mir so einen Trailer zusammenzuschneiden, irgendwie, aber von dem neuen Godzilla? Geht das? Ich muss das mal selber ausprobieren. Ich will das haben. Ich finde das echt unfassbar geil. Ich finde, so sollte man auch Trailer heute machen. Dass man einfach anfängt noch mit einem Frame von irgendeinem anderen Film, Star Wars oder sowas, und dann geht's direkt los mit einem Fuß, der irgendwas kaputt kracht. Ich finde das super. So, weiter geht's. Ich fühle das. Ich fühle diese Gewalten, die da aufeinandertreffen. Und dieser Riesentext, der einfach mitten im Bild ist, weil es einfach, ja, das ist das Ende vom Trailer. Ab hier ist einfach alles scheißegal gewesen. Sie zeigen zwar den Kampf,
aber sie knallen einfach die größten Buchstaben, die sie finden konnten, mitten ins Bild. Noch nicht mal, dass die irgendwie hervorstechen, die sind einfach mal gelb. Gelb, ja, hier geht's, aber gelb, wenn der Hintergrund brennt, ist schon echt gewagt. Und dann haben sie sich hier einfach gedacht, wie lange geht denn der Trailer jetzt schon? Ah ja, 2 Minuten, 12 Sekunden, also scheiß jetzt mal drauf, wir machen hier Schluss. Und zack, ist der einfach vorbei, der Trailer. Das war noch Handwerkskunst, das war wirklich Handwerkskunst. Und ich bin der Meinung, wir analysieren da jetzt gar nicht viel mehr weiter rein, weil sonst spoilere ich mich ja und ich habe das Gefühl, hier wird ein Meisterwerk auf mich zukommen und ich freue mich auf morgen Abend, wenn ich diesen Film gucken werde. Ich kann es kaum abwarten. Ja, ich hoffe, euch hat der Trailer auch gefallen, so wie mir. Ich bin hin und weg und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was eure Gedanken sind und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.